Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3 und Vault 108, die geöffnet ist. Ja, schön. Warum ist sie offen? Warum ist sie offen? Wir werden es vielleicht herausfinden. Wenn es wieder so eine Horror-Wall ist, dann Gary 42. Kampfhelm und Kampfrüstung, crazy. Alles klar. Eine Sekunde. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben. Ja, genau, Forrest. Ja. Immer mit seinen schönen weisen Sprüchen. So. Eine Sekunde. Ich muss noch mal was gucken. Ja, okay. Ja. Ich weiß wo. Klonlabor. Ja, da will ich doch rein. Hier. Ja, Klonlabor, ihr habt schon gehört. Klone. Irgendwo im Klonlabor soll die Wackelpuppe sein. Gary 17. Ja. To Gary. So, ich würde mich schon viel wohler fühlen, wenn wir diese scheiß Wackelpuppe schon hätten. Wenn ich die hab, dann ist alles wieder gut. Klone. Tja, das war Gary 1, oh mein Gott. Und Gary 43. Gary 12. Also es gibt 43 Garys aktuell. Ne, 47. Wir haben ja gelesen. 47 gab's. Da ist sie! Charisma. Juhu! Charisma auf 10. Nice. Aber es war mir eh egal eigentlich, weil Charisma 9 ist schon heftig. Und deswegen, ja. Der ist halt uninteressant. So. Ich loot ja auch gar nicht mehr. Scheiß auf die. Ich hoffe nur, dass ich vielleicht irgendwo so ein Terminal finde. Hier ist halt nichts drin. Könnte noch ein Notenblatt drin sein. Lol. Wie wir die einfach weghauen, ne? Wow. Ist gar nichts. Okay, das waren die Labs. Schön. Ist halt nichts. Ja, scheiß auf den Kasten da. Gary.
Wahrscheinlich müssen wir im Büro des Aufsehers. Büro des Aufsehers gucken, ob da so ein Terminal ist. Den Kühlschrank holen wir mit. Ist ja bestimmt gut, das Zeug hier drin zu essen. Ach, guck hier. Pugilismus. Okay. Hier ist auch nichts. So, einfach weggeömmelt. Gehen wir nach oben. Nee, von da kamen wir ja. Wir müssten jetzt. Ja, da hinten, genau. Da hinten geht's nochmal runter. Hier geht's aber zum Büro des Aufsehers. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Damit wir erfahren können, was hier getrieben wurde. Ja, Voltag ist ja ein bisschen dafür bekannt, so, ne? Versuchsexperimente mit den Leuten durchzuführen. Das weiß, das. Kennt ihr die Geschichte von Voltec? Also, wisst ihr, was die machen? Also, was die eigentlich machen? Ich will das eigentlich nicht spoilern, aber okay. Was mich gerade fucking hart wundert, ist, wo komme ich zum scheiß Aufseher? Runter? Oder gibt es keinen Aufseher? Es gibt gar keinen Aufseher. Ach da. Aber da waren wir. Da waren wir, hä? Okay. Warte, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Wir waren doch hier. Momentan sind wir sicher. Fragt sich. Ah, nee. Oh, ich bin da nicht reingegangen. Hä? Aber hier geht's nicht durch. What the fuck? Aber da ist auf jeden Fall eine Tür. Vielleicht muss man dann doch nach unten, okay? Interesting. Ja, ist scheiße auf den Safe. Hä? Klonlabor? Hier sind wir doch reingegangen. Ach so, wir sind von hier gekommen. Ach so, ich dachte, wir sind von da hinten gekommen. Lol. Okay. Ah, das sieht interessant aus, ja. Ach so. Ja, okay. Wait, ist die wieder. Oh. Ist wieder der Eingang, aber ich kam nicht zum zum Hauptding, zum Aufseherbüro. Warte, ich nutze mal vielleicht nicht die Tür. Nee, in die Tür sind wir ja reingegangen, oder? Ja, ja, wir sind doch da hinten durchgegangen. Ja, ja. Diese Gegend macht mir Sorgen. Ja, mir auch, weil ich nicht weiß, wo ich da hin muss. Kommt man da irgendwie hin? Nee, man kommt nicht. Man kommt nicht ins Aufseherbüro, okay. Ja, dann nicht. Dann ist Vault 108 easy abgeschlossen, aber leider auch keine Hinweise und sowas. Ja. Box, kommst du?
Das war Volt 108. Gut. War aber cool irgendwie mit diesen Klonen. Aber ja. Dass sie immer böse sein müssen. Aber okay, die war auch die ganze Zeit auf. Ne? Das war, ist nicht so geil. Gut. Das war Volt 108. So, wir haben jetzt noch Tempel der Einheit. Das ist Nebenmission. Canterbury Commons ist Nebenmission. Sowie die zwei Orte, die dabei sind. Und Oasis ist auch noch eine Nebenmission. Das sind die letzten Sachen, die uns eigentlich noch fehlen. Ich würde sagen, wir gehen zum Güterbahnhof erstmal. Und reden da mit den Leuten. Und zwar, wo? Easy peasy hier. Oh, der hat hier noch ein Lasergewehr. Nehme ich halt gerne. Okay. Wir müssen wahrscheinlich in den Güterbahnhof rein. Aber ich will ihn ja nicht töten. Ich will ihnen ja helfen. Das erinnert mich irgendwie an die Vault mit diesem, an die Horror Vault. Dieser Effekt hier, dieser blaue Effekt. Ich habe immer noch Q gedrückt, ne? Also. Ich bin immer noch im automatischen Laufmodus. Ich laufe einfach so durch. Speichern. Cool. Danke. Blüm. Gibt's hier irgendwo Fallen oder so? Aha. Warrington Station. Speichern. Sofort weg mit den Waffen, sonst schieße ich. Ich habe mich mit Roy und seiner nichtsnutzigen Gang herumgetrieben. Roy ist ein bescheuerter Typ, der keine Gefangenen macht. Er hat von diesem Mistkerl Tenpenny gehört und will uns jetzt in diesen Turm bringen. Dazu hackt er einen Plan aus, um die Ghoulhasser dort umzubringen. Ob sie es glauben oder nicht, das hier war mal mein Urlaubsort.
Ach ja? Erwartet er sie? Na dann mal los. Man sollte Roy nicht warten lassen. Er ist recht ungeduldig. Also Vorsicht. Ja. Tschüss. Schalte meine Waffe trotzdem im Anschlag. So, okay, wo muss ich denn hin? Dahin. Wo ist der denn? Hier geht's raus. Hä? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Hallo, ich will mit dem Typen reden, aber wo ist der? Ah, hier, lol. Roy? Das fuckt mich jetzt gerade ab. Ah, okay, wir gehen richtig. Was weiß ich denn, wo ich hin muss, ne? Also, hallo? Kenn ich auch nicht auswendig. So, hier rein. Ja. Meine Fresse, ist der schwer zu finden. Ah, das ist schon stehlen alles, ja. Boah, ist das nervig, bis zu dem zu kommen. Ey, das ist ja unfassbar. Gibt's keine Abkürzung? Bessie Lynn. Roy Phillips. Oh. Oh, ich glaube, das wäre eine Abkürzung gewesen. Ist egal, Roy. Hallo. Reden. Um was geht's? Sie haben also eine Meute wilder Ich hab... Ach wirklich? Ist er nicht Manns genug, um es selbst... Ganz ruhig, nur eine Warnung. Ach, das ist klug von Ihnen. Tenpenny und seine... Ich hab Tenpenny gekillt. Ich habe schon eine... Wir lassen unsere wilden Brüder auf sie los. Diese ghoulhassenden Mistkerle werden in Stücke gerissen. Das Problem ist nur diese verdammte U-Bahn-Tür. Die Sache ist die, es gibt eine Art Fluchttür von Tenpennys Keller in die U-Bahn-Tunnels. Es muss einen Weg geben, die zu öffnen. Jetzt ich sammle eine Horde Wilde um mich und warte am Notausgang auf sie. Sie öffnen die Tür. Was gibt's Neues? Langsam. Mal. Ich probiere das nochmal. Ich probiere mal zu sagen, ich habe Tenpenny überreden können. Wie ist der Status dieser? Sie sind für. Beeilung! Okay. Ja. Hey, passen Sie besser auf. Okay, wait. Aufgaben: Den Ghoulen helfen oder Roy Phillips? Ah ja, den Ghoulen helfen. Ja, dann müssen wir zu der anderen. Dann müssen wir zu der Metro-Tür. Alles klar. Kein Problem. Hallo. Ciao. So, Metro-Tür. Kein Problem. Wo ist denn die? Zeig mir das mal. Da, ernsthaft. Achso, ich muss nach draußen.
Okay, dann gehe ich halt nach draußen. Die Frage ist nur, ob sie nicht auch nach draußen gänge. Ist egal. Wir gehen jetzt wieder die Treppen hoch und dann gehen wir oben raus. Und dann gehen wir zum Turm, öffnen die Tür und dann ist alles gut. Hier sollte man auf der Hut sein. Ich kann dir nicht sagen, dass Tempi nicht schon tot ist, ne? Das ist schon ein bisschen komisch, aber ja, egal. 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 La 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 la. Egal. La 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 la. Raus hier aus der Metro. Wow. Hä? Luckys? Ach, da waren wir schon drin. So, wo? Warten Sie eine Sekunde und mach. Hallo. Doch nicht bereit, es mit diesen Ghoulen aufzunehmen? Haben Sie Probleme mit den... Sie meinen den Generatorenraum? Es gibt einen Noteingang in die Tunnels, wissen Sie, noch aus der Zeit der Bomben. Ich habe den einzigen Schlüssel und den gebe ich nicht her. Habe ich... Aha. Nach Tenpennys Tod übernahm ich die Befehlsgewalt. Und da ich Ghule... Diese Ghule sollen hier leben? Mir egal, was... Schade. F5? Ja. Auch in den Generatorraum. Wir müssen leise gehen. Ah ja, leise. Okay, sind alles auf jeden Fall Ghoulhasser und wir sollten so schnell es geht hier weg auf jeden Fall. Moment, wo muss ich denn hin? Welchen? Hier geht's nach draußen. Ach so, ich habe nur einen Marker. Kann ich denn hier hingehen? Ne, ich will gar nicht in die Penthouse. Ich will ja nur nach unten in den Keller. Aber ich weiß nicht, wo ich in den Keller muss. Und ich muss die ganze Zeit durchlabern, weil die ganze Zeit dieses scheiß Radio läuft. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist der Metrozugang zu den Generatoren. Also hier rein. Sehr schön. Gut. Und der Sound ist weg. Okay, gut. Musik ist weg, meine ich. Oh, Fox. Nice. Dogmeat auch hier. Wie Sicherheitstür. Ich hab da einen Schlüssel. Ach so. Gibt's hier einen Schalter? Nee. Okay, scheiße. Dann müssen wir... von der Metro aus da rein. Selbst wenn ich den Schlüssel habe, kann ich nicht da in diesen Dings rein. Ernsthaft? Das ist aber scheiße. Das heißt, ich muss ja in die Metro wieder rein. Oje. Warte mal, wir sind ja nicht hier reingegangen. Wir sind ja da. Da sind wir rausgekommen. Mann! Ich hasse es, wenn Doc mit im Weg steht. Ne? Ich hasse das. Ah. Nee.
muss ich ja den ganzen Weg wieder latschen. Kein Bock auf Latschen. Sind wir doch hier rausgekommen. Ja. Gut, okay. Wir müssen dann von der anderen Seite, denke ich mal, in diesen Raum reinkommen. Aber das ist echt ein bisschen doof eigentlich, dass der Zugang auf der anderen Seite ist, oder? Das ist eigentlich doof. Weil wenn du durch die Metro kommst, dann kannst du ja einfach in das Gebäude einbrechen. Und wenn das von Tempin die Seite aus wäre, dann könntest du dafür sorgen, dass da keiner durchkommt, weil auf der anderen Seite der Hebel ist. Also, ja. Egal, wir gehen jetzt einfach hier durch. Ich weiß nicht, sind hier Fallen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Nein, das ist nicht richtig. Ich komme auch nicht über die Metro da rein. Ah, doch hier. Doch hier. Was? Ach, das ist der Ghoul. Der Ghoul, er fühlt sich cool. Der Ghoul, er fühlt sich cool. Der Ghoul, er fühlt sich cool. Und ich muss mal meine Waffe reparieren. Zack. Und wir sind wieder im Geschäft. Nice. Schön repariert. Aber dass die Tempinis ableben so schnell bemerkt haben, hätte ich nicht gedacht, weil... Obwohl, er hat das ja gesagt, ne? Aber naja. Egal. Ist egal. Wir öffnen die Tür und dann können die Ghule in Tempini Tower leben. Aber die Ghule dürfen nicht anfangen, Glatthäute zu hassen. Tun sie ja nicht, weil sie töten uns ja nicht, wenn... Wir sind ja hier reingekommen, also... Ne? Oh. Oh, das gehört nicht uns? Ernsthaft? Als ob, ey. Hi. Ich bin den falschen Weg gegangen. Hallo. Gott, ey. Warum musste ich denn... Warum denn? Wie bin ich denn falsch abgebogen? Habe ich das irgendwie verpeilt oder so? Ich glaube schon. Guck mal hier, der Pfeil bewegt sich schon hardcore nach da. Huch. Ich hasse das, wenn er so nach zur Seite springt. Ich hasse das. Ah, lol. Lol. Ja. Jetzt kann ich hier auch nicht weiter. Was? Wie komme ich denn da hin? Okay. Okay. Machen wir es anders. Fallout 3, Ten Penny Tower, Keller. Mir ist egal, ich gucke mir das jetzt an. Wie komme ich denn dahin?
Tempani Tower, bla bla bla. Aha, okay. Weiß, wie ich da hinkomme. Okay, dann bin ich lange gespielt fürs Zusehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder draußen vorm Tempani Tower. Bis dahin, haut rein und tschüss.